Einen Moment mal. Die kleine Tina ist fast fertig. Was ist das denn? Aha, sie wünscht sich also einen Lego-Kuchen. Könnt ihr das machen? Ah, Sandy ist absolut begeistert. Sie liebt Lego. Und der Chefkoch benutzt einfach ein paar Lego-Formen. Ja, aber erstmal müssen wir ein paar neugierige Leute aus dem Weg schaffen. Schokolade. Chilischote? Was willst du denn damit? Ich muss die Schokolade schmelzen lassen. Na also, hab ich doch gesagt. Hat geklappt. Jetzt muss ich die Schokolade in die Form gießen. Und außerdem brauche ich jetzt noch ein paar Mentos. Damit kann ich die Schokolade wieder einfrieren. Wow, das hast du alles nur mit deinem Atem geschafft? Unglaublich. Das sind die perfekten Lego-Details. Na, wie geht's den anderen? Ich glaube, die Oma hat keine Ahnung, wie sie die Sache angehen soll. Ich habe einen Lego-Kran zusammengebaut. Und dieser Arbeiter wird mir jetzt dabei helfen. Was ist denn hier los? Oma, mach dir keine Sorgen. Deine Enkelin hat einfach ihre eigene Art, den Kuchen zu dekorieren. Lego gibt einfach mehr Inspiration. Ach, von diesen ganzen Bauarbeiten habe ich Kopfschmerzen bekommen. Ich werde meine Torte schön vorsichtig und langsam dekorieren. Ich benutze dieses Glas und mache damit eine kleine Lego-Form. Na, sieht doch schon mal gut aus. Bei mir läuft soweit alles perfekt. Ich mache hier einen kleinen Lego-Mann aus dem Kuchen. Hey, du bist schon wieder viel zu neugierig. Was macht Sandy? Schaut mal, mein Lego-Turm ist fertig. Gefällt er euch? Na, Tina, was sagst du zu diesen Torten? Oh, wow, das sieht ja perfekt aus. Was für ein toller Lego-Kran. Ups, der ist umgefallen. Na, okay, probieren wir mal. Das ist doch gar kein Kuchen. Wegen dir wären meine Zähne beinahe kaputt gegangen. Diese Torte sieht ja toll aus. Und schmeckt mega lecker. Sind diese Bausteine vielleicht essbar? Ich probiere mal. Tina, sei bitte vorsichtig. Nicht alle Bausteine sind essbar. Ihr habt mir schon wieder was vorgemacht. Ich nehme mir einfach eine Gabel und esse den letzten Kuchen. Der schmeckt ja lecker. Herzlichen Glückwunsch, Oma. Du hast gewonnen. Die kleine Tina wünscht sich ein Kinderjoy. Oh, was ist das denn? Ein Ei? Der Chefkoch hat sich bereits mit einer riesigen Form bewaffnet. Er wird was Unglaubliches machen. Und ich habe gerade eine Packung von Kinderjoy in der Speisekammer gefunden. Einfach mal öffnen. Kann die Oma sich vielleicht auch ein Ei nehmen? Vielen Dank. Was hast du denn mit diesem Ei vor, Oma? Hast du etwa noch nie ein Kinderjoy probiert? Natürlich nicht. In meiner Jugend gab's sowas nicht. Da hatten wir nur normale Hühnereier. Aber diesen ganzen Schokoeier von Kinder ist was Neues. Aber ich habe schon eine Idee, wie ich diesen Kuchen angehen werde. Oma, hast du mir einfach alle meine Kinderjoys weggenommen? Sandy, bitte beruhig dich. Hier hast du ein bisschen Taschengeld. Davon kannst du dir was Neues kaufen. Puh, gerade noch mal gut gegangen. Also zurück zur Torte. Ich erhitze erstmal die Eierfüllung und gieße sie über meine Torte. Schau doch mal, was für ein hübsches Muster das ergibt. Und dekorieren tun wir die Torte mit den kleinen Kügelchen. Sieht doch schön aus. Was machst du denn da? Ah, wieso klebst du so hartnäckig an meinen Fingern? Du nervst mich. Willst du vielleicht an der Torte kleben? Ups, ich habe gerade die Torte kaputt gemacht. Ich habe noch nichts dekoriert, aber schon alles kaputt gemacht. Ach komm schon, Kleines. Das kann doch passieren. Beruhig dich.
Ich bitte euch, meine Idee ist viel zu genial. Gegen mich habt ihr doch eh gar keine Chance. Ich packe meinen Kuchen in ein Schokoei. Der wird genauso aussehen wie ein Kinderjoy. Wir vergessen nicht die Milchschicht und vor allem nicht die Kügelchen. Die sehen doch richtig genial aus. Oh, einfach perfekt. Na, seid ihr fertig? Können wir weitermachen? Oh, Sandy hat irgendwie gar nichts geschafft. Aber die Oma hat ihr schließlich noch ein bisschen helfen können. Oh, wow, was für Torten. Ist das ein riesiges Kinderei? Ach du meine Güte, was ist das denn? Nee, das werde ich noch nicht einmal probieren. Zurück zu dieser Torte. Oh, wow, so viel Creme. Schmeckt einfach köstlich. Und jetzt muss ich unbedingt diese Torte vom Chefkoch probieren. Oh Mann, die ist ja ganz schön schwer. Ich bin nicht stark genug. Ups, sie ist hingefallen. Na okay, ich kann auch sowas probieren. Oh wow, das sieht einfach genial aus. Und schmeckt einfach wunderbar. Genau wie ein Kinderjoy. Chefkoch, du hast gewonnen. Wohlverdient. Was wünschst du dir diesmal, kleine Tina? Aha, einen Bananenkuchen? Oh, das kann ich schaffen. Ich mag Bananen. Als ich jung war, galten Bananen als Delikatesse. Sandy, machst du mir einfach nach? Nein, ganz und gar nicht. Ich esse bloß die Banane. Na, typisch Kinder. Also, Bananenkuchen sind kinderleicht. Ich brauche nur ein paar Bananen. Die schäle ich. Und jetzt schneide ich sie in Stücke. Jetzt lege ich sie in eine Form. Schön verteilen. Und obendrauf kommen noch ein paar Teigstreifen. So sieht ein echter Bananenkuchen aus. Schau mal, Chefkoch, gefällt dir das? Ach, das ist doch mega banal. Ich mache hier ein echtes kulinarisches Meisterwerk. Ich muss weiße Schokolade noch schmelzen lassen. Und jetzt kommt die geschmolzene Schokolade in mein professionelles Werkzeug. Und jetzt kommt der spaßigste Teil. Diese Banane bespritzen wir jetzt. Sieht genauso aus, wie ich es mir gewünscht habe. Perfekt. Oh, wow. Sieht ja fantastisch aus. Ich habe eine geniale Idee. Ich brauche einfach ein paar Oreo-Kekse, die ich zerkrümle. Fertig. Diese Krümel kommen jetzt in eine Schüssel, ein bisschen Karamellsirup, alles schön umrühren. Perfekte, leckere Schokokaramellfüllung, die ich einfach in eine Banane reinkippe. Oma, Chefkoch, sowas habt ihr euch nicht ausdenken können. Oh wow, Sandy, das sieht tatsächlich interessant aus. Und sei doch nicht so sauer, deine Torte sieht wirklich aus wie eine Banane. Und das Klebeband hätte wirklich nicht sein müssen. Ist das überhaupt essbar? Ich weiß ja nicht. Sandy, das hast du toll gemacht. Also zurück zu meiner Torte. Ich muss meine Torte noch mit ein bisschen gelbem Marzipan verzieren. Sieht auch schon gleich wie eine echte Banane aus. Na, was sagt ihr dazu? Echte Banane. Nein, ich habe eine echte Banane. Nein, ich. Ach, kommt schon, ihr habt beide tolle Kuchen. Hier kommt meine Bananentorte. Oh nein! Oh, gerade noch mal gut gegangen. Wow, dieser Kuchen sieht tatsächlich viel besser aus. Es wird Zeit, die Torten zu probieren. Wo ist die dritte Torte? Na, wie auch immer. Ich fange mit dieser Bananentorte hier an. Sieht perfekt aus. Ich hoffe, dass das auch schmeckt. Richtig gut. Und jetzt dieser Kuchen hier.
Ich brauche eine Gabel. Sieht lecker aus. Ich frage mich, wie die schmeckt. Schmeckt super. Wie soll ich denn nur einen Sieger wählen? Ich glaube, dieser Kuchen hier schmeckt besser. Ja, ich habe gewonnen. Sandy, aber das war eigentlich Omas Kuchen. Heißt das jetzt, dass ihr beide gewonnen habt? Na, wie auch immer. Und das war's auch schon? So eine mickrige Cola? Ich hingegen hatte da etwas mehr Glück. Mehr? Schau dir mal meine Portion an. Ich habe noch nie so eine große Cola-Flasche gesehen. Aber die, die am wenigsten Glück hat, kann anfangen. Mary, du bist es. Okay, das ist ganz einfach. Ich muss nur diese Flasche öffnen. Aber wie denn? Selbst meine Zähne helfen da nicht wirklich. Aber ich werde das noch schaffen. Na komm schon. Na also. Ich habe doch gesagt, ich würde herausfinden, wie das geht. Das war köstlich. So schade nur, dass es so wenig war. Emma, jetzt bist du an der Reihe. Oh, das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Und im Gegensatz zu Mary habe ich auch genug davon. Richtig gut. Ich habe Lust auf ein Experiment. Wie wär's denn, wenn ich in meine Cola etwas Honig hinzugebe? Cool. Ich bin mir sicher, das wird lecker. So. Jetzt muss ich das alles nur ein bisschen durchschütteln. Das müsste genügen. Und ich will sie ja natürlich nicht warm trinken, also muss ich sie ein bisschen abkühlen. Das war's. Jetzt kann ich sie trinken. Oder um genauer zu sein, jetzt kann ich sie essen. Oh, wow. Du hast dir ein Gelee gemacht. Ganz genau. Und alles nur dank dem Honig. Ich bin absolut begeistert. Ich will gleich alles aufessen. Das Ding zieht sich voll lang. Oh, das muss ja sicher richtig lecker sein. Oh Mann, das war's auch schon. Mensch, jetzt klebt das Ding. Wollt ihr mir helfen, Mädels? Nee, sicher nicht. Okay, der Tisch hat mir dabei geholfen. Meine Hand ist immer noch klebrig, aber die könnte ich ja auch noch ablecken. Ja, wie auch immer, jetzt wird es Zeit, dass ich meine Cola probiere. Ich habe auch schon einen Strohhalm parat. Cool, nicht wahr? Oh nein, wie soll ich meinen Strohhalm wieder rausziehen? So werde ich es doch sicher nicht schaffen, die Cola zu trinken. Okay, gut, dass ich noch ein paar Strohhalme habe. Der ist jetzt lang genug. Emma, ich schlage vor, wir nehmen uns etwas von ihrer Cola. Hey, was ist das denn? Mädels, ihr solltet euch schämen. Hat man euch etwa nicht beigebracht, dass man nicht einfach so die Cola von jemandem anderen trinken kann? Oh, ich glaube, der müssen wir eine Lektion erteilen. Alles klar, gut, dass wir ein paar Mentos mit haben. Das war's auch schon. Oh, gleich fliegt das Ding in die Luft. Oh nein, das Ding ist wirklich explodiert. Jetzt bin ich total klebrig. Du meine Güte. Und jetzt kann ich nichts mehr trinken. Wobei, das war lustig. Das war's wert.
Mann, das ist ja wirklich eine winzige Portion. Oh, das sind ja würzige Nudeln, da freue ich mich gar nicht. Meine Güte, wenn das der Fall ist, dann sieht die Sache ganz schön schlimm für mich aus. Kate, aber du darfst diesmal anfangen. Alles klar, ich bin schließlich kein Feigling. Außerdem habe ich ja nicht viele Nudeln. Oh, das ist ganz schön scharf. Mädels! Du meine Güte! Ihr werdet eine ganz schön unangenehme Überraschung erleben. Das sieht gar nicht gut aus. Emma, ich beneide dich gar nicht. Oh, je schneller ich das aufesse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. So weit, so gut. Oh nee, ich glaube, jetzt weiß ich, wovon Kate gesprochen hat. Das ist mega scharf. Oh, so viel Feuer habe ich ja gar nicht erwartet. Ah, jetzt geht's mir besser. Das Wasser hat mir geholfen. Mary, ich will ja nichts sagen, aber jetzt bist du dran. Ich werde das so nie im Leben schaffen. Aber ich kann es zumindest versuchen. Ich zeig euch gleich, wer hier was drauf hat. Mädels, ich glaube, ich halte das nicht aus. Mir ist schlecht. Emma, ich brauche Wasser. Okay, wir sind Freunde. Und Freundinnen lassen einander nicht im Stich. Mary, wir werden dich retten. Oh, jetzt geht's mir um einiges besser. Jetzt kann ich weiter essen. Aber ihr müsst mich schön weiter einsprühen. Mary, auf uns kannst du dich verlassen. Na komm schon, sprüht doch endlich. Menno, ich glaube, ich habe kein Wasser mehr. Oh. Nein, das ist ganz schön schlimm. Jetzt brenne ich. Ach du meine Güte. Mädels, tut mir leid wegen euren Haaren. Ups. Ah, was für ein blöder Kaktus. Meiner ist auch noch um einiges größer. Du meinst, du hast einen großen Kaktus? Schau dir meinen an. Ich glaube, ich fall gleich in Ohnmacht. Okay, entspann dich. Das wirst du schon irgendwie schaffen. Los, Mary, fang an. Zeig uns, wie das geht. Ich habe eine Idee. Ich muss diesem Kaktus einfach die Stacheln rausreißen. Dafür nehme ich mir eine Pinzette. Das klappt doch schon mal gut, oder? Der schmeckt aber trotzdem nicht besonders gut. Aber die Idee mit der Pinzette hat funktioniert. Zumindest piekst er nicht mehr. Emma, jetzt bist du dran. Okay, ich werde die Stacheln einfach auch loswerden. Aber auf eine andere Weise. Ja! Fertig. Wow, Emma, du bist ja ein echter Ninja. Bravo. Dankeschön. Ich habe mich bemüht. Genug geredet, Zeit zum Essen. Nein, selbst ein Ninja schafft sowas nicht. Das ist viel zu ekelhaft. Igitt. Aber du musst das trotzdem noch aufessen. Wer hat sich bloß diese blöden Regeln ausgedacht? Nein, ich glaube, ich hatte genug. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gegessen habe. Kate, jetzt bist du dran.
Womit habe ich das nur verdient? Ich tue es einfach genauso wie Mary. Ich nehme mir eine Pinzette und fange an, die Stacheln rauszureißen. Ich habe eine bessere und eine schnellere Idee. Kate! Hier hast du eine Säge. Eine Säge? Nein, danke. Ich schaffe das auch so mit der Pinzette. Alles klar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abwarten. Und dann meinte er zu mir, nee. Und dann meinte ich zu ihm, doch. Kate, wann ist das denn endlich vorbei? Ich kann nicht mehr warten. Ach, komm schon. Hör auf zu jammern. Ich bin doch fast fertig. Das war's. Seht ihr? Hey, seid ihr einfach eingeschlafen? Ah, wie auch immer, ich probiere jetzt meinen Kaktus. Der riecht übrigens gar nicht so schlecht. Oh, der schmeckt richtig widerlich. Der ist ja so richtig bitter. Aber wenn die jetzt gerade schlafen, werden die doch eh nicht bemerken, wenn ich ihn einfach wegwerfe. Was ist hier passiert? Das war ich. Ich habe ihn gerade aufgegessen. Das war fürchterlich. Und dann habe ich den Topf weggeworfen. Arme Kate. Eindeutig. Yeah, ich liebe Nutella. Und ich mag es, wenn es viel Nutella gibt. Wow. Wow. Und ich habe am meisten in dieser Runde. Wow, voll cool. Okay, du kannst anfangen. Moment mal, ich werde sie noch nicht probieren. Zuerst muss ich mir winzig kleine Toastbrote machen. Schaut mal, dafür benutze ich diese winzig kleine Küche. Ein bisschen abwarten. Umdrehen. Und fertig ist mein kleines Toastbrot. Jetzt wird es Zeit, dass ich da die Nutella drauf gebe. Oh, schaut doch nur, wie niedlich das aussieht. Voll niedlich und natürlich richtig süß. Oh ja, das war's wert. Solche Toastbrote könnte ich jeden Morgen essen. Nomino, zu schade, dass ich keine Nutella mehr übrig habe. Mary, jetzt bist du dran. Wow. Na endlich. Ich nehme mir einfach Nutella pur. Ich brauche kein zusätzliches Essen. Wow. Mein Finger wird da genügen. Mann, das ist einfach atemberaubend gut. Das ist nicht besonders hygienisch. Aber dafür schmeckt es total. Da ist noch ein bisschen was übrig. Oh nein, meine Hand. Sie steckt fest. Kannst du mir helfen, Kate? Ja, natürlich. Ich habe hier eine Kettensäge. Nein, vielen Dank. Oh, Emma, du bist ein echtes Genie. Vielen Dank. Weg mit diesem Glas. Emma, jetzt bist du dran. Oh, cool. Schaut euch diese Schokolade an. Schaut euch diese Schokolade an. Ich kann euch eines versprechen, die werde ich aufessen. Dafür habe ich sogar einen richtig guten großen Löffel. Mann, ist das gut. Sieht echt köstlich aus. Verdammt, dieser Löffel ist zu klein für das Gefäß. Okay, ich schaff das auch so. Kate, schon mal was von Tischmanieren gehört? Emma, ich glaube, du solltest mal duschen. Was?
Stimmt was nicht? Ach komm schon, das kann ich noch aufessen. Nächste Runde. Und Emma zieht schon wieder die Arschkarte. Scheint wohl nicht wirklich ihr Tag heute zu sein. Ein quadratisches Eis, eine runde Wassermelone und ein dreieckiges Stück Chili. Ich muss mich dringend abkühlen. Ich brauche was von dem Eis. Ist das lecker? Endlich habe ich alle Kerne entfernt. Und kann es genießen. Mann, ist das scharf. Ein zweiter Bissen. Okay, es wird langsam besser. Oh, Gott sei Dank. Oh, das ist nicht auszuhalten. Oh Mann, mein Gehirn ist eingefroren. Das ist unmöglich. Du hast nämlich kein Gehirn. Oh, Leute, ich bin wieder zurück. Obwohl, nein, ich glaube, ich warte erst mal. Oh Mann, schon wieder habe ich Pech gehabt. Nächste Runde und diesmal hat Andy Probleme. Ganz eindeutig. Lilly freut sich über ihren Burger. Emma über ihre Maischips. Nachos. Mann, Schnellnudeln. Und zwar trocken. Da kann man sich ja die Zähne brechen. Mein Burger ist so lecker und saftig. Er zergeht nur so auf der Zunge. Oh Mann, ich glaube, ich habe mein Gebiss verstaucht. Hilfe! Okay, gleich viel, viel besser. Was soll ich bloß damit anfangen? Geht's so vielleicht besser? Nein, ganz und gar nicht. Oh, ich liebe dich, du Burger. Noch ein Stück und noch eins. Und ihr kommt auch noch her. Und ich hab gewonnen. Wow! Na, endlich bin ich auch mal Sieger. Nächste Runde und wir haben Gleichstand. Eine Torte, Kekse und eine Zwiebel. Ich glaube, der Outsider ist offensichtlich. Lecker. Ich liebe Kekse. Oh mein Gott. Ich liebe diese Runde. Oh, ich habe eine Idee. Zu Emmas Lächeln fehlen ein paar Tränen. Einfach fantastisch. Oh ja, absolut fantastisch. Ih, was soll das denn? Lilly! Ich weiß gar nicht, was du meinst. Du wirst eh nichts beweisen können. Ich habe noch eine Idee. Ich weiß, wie man Zwiebeln essen kann, ohne zu weinen. Und jetzt schnell abtauchen. Genau so. Und noch mehr. Die Kekse sind alle und ich habe schon wieder gewonnen. Warum habe ich nur so gelitten? Mann, mir ging es auch nicht viel besser. Von nun an werde ich immer gewinnen. Ihr könnt jetzt gleich aufgeben.
Hurra! Dann fangen wir mal an. Meine Lieblingskekse. Ich liebe euch so sehr. Frische Früchte sind immer was Schönes. Das werde ich genießen. Meine Lieblingskekse. Aufmachen und lecken. Und noch mehr lecken. Wie kann man Brot ohne alles essen? Das schmeckt doch ganz und gar nicht. Noch schnell Gas geben. Hurra, ich habe gewonnen. Mann, du hast mir meinen Titel geklaut. Ich glaube, ich habe den Prozess so sehr genossen, dass ich vergessen habe, schnell zu sein. Aber was ist das denn? Was ist los? Ich habe vergessen, dass ich auf Früchte allergisch bin. Ich hätte langsamer sein müssen. Oh Mann, du hast tatsächlich deine Allergie vergessen. Nächste Runde. Lime, etwas Süßes und eine Karotte. Aber Emmy hat nichts dagegen. Sie hat nämlich keine Allergie auf Karotten. Wie ist das sauer? Meine Güte. Ich frage mich, wer sowas mag. Das ist ja unmachbar. Njam, njam, njam. Ich frage mich, wieso ich Karotten so sehr mag. Vielleicht war ich früher ja ein Hase. Wie viel soll ich noch davon essen? Noch ein bisschen. Ich bin fast fertig. Ich brauche was Süßes. Vergiss es, Lilly. Andy wird dir sicher nichts abgeben. Und ich habe auch schon wieder gewonnen. Was? Das kann nicht sein. Ich habe doch alles aufgegessen. Schau, aber nicht ganz alles. Das hier hättest du nicht übrig lassen dürfen. Und was kriegen unsere Freunde diesmal? Lilly, einen Granatapfel, Schokolade für Andy und ein Brötchen für Emma. Scheint, als seien alle zufrieden. Sieht fabelhaft aus. Lecker Schmecker. Ich liebe Schokolade. Wie soll ich das hier aufkriegen? Ich werde noch verlieren. Ich muss Gas geben. Okay, noch schneller. Gleichzeitig. Ja, gleichzeitig. Sieht nach Gleichstand aus. Und Lilly verliert. Schau, wie das geht. Frisch gepresster Granatapfelsaft. Das ist das Beste, was du aus der Frucht machen kannst. Genieß es. Und der Geruch erst. Und der Geschmack. Danke, Andy. Scheinen alle zufrieden zu sein. Also geht's weiter. Sandwich. Passt perfekt, denn ich habe schon wieder Hunger bekommen. Ein Stück Salami, was hätte besser sein können? Ich frage mich, ob der Autor dieser Challenge weiß, dass ich Omelette hasse. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Gleich viel, viel besser. Was? Honig? Honig? Ich auch. Was ist los hier? Schmeckt das lecker. Na gut, dann probieren wir halt den Honig. Das ist wirklich seltsam. Also.
Also, so wirklich tut das nicht schmecken. Was für eine leckere Runde. Unsere Freunde freuen sich total. Ein Lutscher, Sushi und Schokolade. Was hätte besser sein können? Der Kampf kann beginnen. Super Runde. Voll toll. Und das zweite Stäbchen? Okay, das schaffe ich auch so. Sieht aus wie ein Lutscher. Aber wen interessiert das schon? Ich glaube, in dieser Runde sind alle glücklich. Alle scheinen es zu genießen. Ich muss schneller lutschen. Oh nein, ich verliere. Wie konnte ich nur? Mann, ich habe schon wieder verloren. Und wir sind im Finale angelangt. Was wird es diesmal sein? Ein Dessert vielleicht? Gummibärchen? Ein Gelee? Und Pizza. Wow! Die Runde ist ja noch cooler als die letzte. Und nur Andy scheint nicht zufrieden zu sein. Dann wollen wir mal... Ich frag mich, ob man Gelee überhaupt kauen kann. Gar nicht so schlecht. Und ich musste schon wieder was Scharfes bekommen. Schon wieder so viel Chili. Wieso gerade ich? Schneller, noch schneller. Kauen, 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 kauen. Diesmal will ich gewinnen. Ich könnte etwas Eis vertragen. Lilly, Emma, ihr braucht euch keine Mühe mehr zu geben. Wie hat er das geschafft? Oh Mann, all mein Leid war umsonst. Einen Applaus für den einzig wahren Sieger. Danke, danke, danke. Ist ja schön, ich liebe Blau. Und ich krieg eine blaue Torte, ist ja cool. Ich mag Rosa am meisten und meine Torte ist rosa mit Erdbeeren. Wow, wie cool. So schön bunt. Wieso kriege ich was Schwarzes? Hoffentlich schmeckt das. Das wirst du ein bisschen später erfahren. Okay. Aber ich fange erstmal an. Meine Torte ist mit Glotzern dekoriert. Die sind voll witzig. Außerdem schmecken die gut. Solange du beschäftigt bist, nehmen wir uns ein paar davon. Hey, hey, Finger weg. Das ist meine Torte. Und meine Glotzer. Wagt es ja nicht. Ist ja gut, schrei nicht so. Was erlaubt ihr euch? Das sind meine Leckereien. Die verschwinden ja voll schnell. Was für eine Geschwindigkeit. Das schmeckt einfach herrlich. Ihr werdet aber nie erfahren, wie lecker das war. Okay, hier kommt das letzte Stück. Ich liebe es. Wie schaffst du das so schnell? Schaut mal, als hätte ich ein drittes Auge. Wow, sieht ja wie echt aus. Okay, damit bin ich fertig. Jetzt kommt die Creme. Oh, ist das toll. Ich weiß auch schon, wie ich das schnell schaffe. Schaut her. Oh, da wird mir ja schwindelig von. Mir auch. Okay, die Creme habe ich fertig. Ah, schau dir das an. Das war lecker genug. Den Rest schmeiß ich weg. Okay, wenn du fertig bist, komm ich jetzt dran. Hoffentlich schmeckt das. Auch trotz der Farbe. Oh. Da wäre ich mir nicht so sicher. Nein, nein, ich sag's dir. Die Torte schmeckt super.
Und wieso isst du dann den schwarzen Brokkoli nicht? Na, weil ich Brokkoli hasse. Aber die Torte an sich ist okay. Ach, was du nicht sagst. Den Regeln nach musst du aber alles essen. Jetzt hab dich doch nicht so. Das war lecker. No. Ich hab nicht vor, den Brokkoli zu essen. Na gut, dann gehen wir die Sache ein bisschen anders an. What? Schau mal, was ich habe. Mach den Mund auf. Ich helfe dir. Ich will nicht. Na komm schon, für die Mama. Das ist voll eklig. Na komm schon, noch für den Papa. Nein, das reicht. Ich halte das nicht mehr länger aus. Ich hasse Brokkoli. Hast du gut gemacht. Jetzt bin ich dran. Ich habe da eine coole Idee. Ich werde mich für meinen Brokkoli rächen. Wieso stinkt denn deine Torte so sehr? Das ist doch nicht möglich. Die kann nicht stinken. Was hast du angerichtet? Wieso? Hoho, jetzt ist dein Gesicht voller Erdbeeren. Und voller Creme. Ja und? Das schmeckt voll toll. Jetzt bin ich genauso süß wie meine Torte. Können wir auch einmal in deine Torte abtauchen? Nein, die gehört nämlich mir. Oh Mann, wir werden wohl abwarten müssen. Sieht so aus. Och, Menno. Oh, was für ein cooles Ding. Wenn ich nur wüsste, wie das funktioniert. Hier ist alles klar. Ich habe einen Kaugummiautomaten. Da freue ich mich. Ich habe auch einen Kaugummiautomat. Aber meiner ist viel größer. Unglaublich. Okay, solange du beschäftigt bist, versuche ich, mir einen Kaugummi rauszufischen. Es hat geklappt. Beim ersten Mal kriege ich schon einen Jackpot. Wenn das nicht cool ist. Aber wieso kriege ich nur einen Kaugummi? Ich will mehr. Lecker, Schmecker. Ich werde wohl mehr solcher Jackpots gebrauchen. Hey, was für ein blöder Automat. Wieso will das Ding nicht? Was soll ich tun? Ich habe da eine Idee. Ich brauche einen Hammer. Soll das etwa ein Hammer sein? Sieht wie ein Zahnstocher aus. Na, lacht ihr immer noch? Was sagt ihr dazu? Jetzt pass mal auf. Oh mein Gott. Gib mir deine Kaugummis. Ist alles in Ordnung? Leben noch alle? Das ist voll toll. Jetzt kann ich meine Kaugummis genießen. Die schmecken so gut. Schaut mal, die sind mega elastisch. Du meine Güte. Susies Kaugummis sehen wirklich toll aus. Jetzt will ich aber auch welche. Wenn ich nur wüsste, wie das geht. Das ist irgendwie viel zu kompliziert. Ich schaff das nicht. Du kannst ja gar nichts. Das muss man langsam und vorsichtig tun. Wieso so schnell? Ich zeig's dir. Vorsicht. So in etwa. Der Kaugummi gehört in das Loch hier. Das war's auch schon. Ah, du brauchst mir nicht zu danken. Aber du könntest mir schon ein paar dieser Kaugummis geben. Ach, das kannst du vergessen. Die gehören mir. Gib her. Wow. Das machst du ja richtig toll. Und du musst es ja nicht einmal den Automaten bewältigen. Zack hat alles für dich gemacht. So bedankst du dich also bei mir? Na gut. Ich habe selber noch eine ganze Portion. Ich muss bloß eine Münze in meinen Automaten einwerfen. Gleich habe ich meine Kaugummis. Das ist ja toll.
Ich habe gleich so viele bekommen. Was sind noch so viele übrig? Das war lecker. Mädels, ich glaube, jetzt wird es Zeit für eine Kaugummiblase. Ich werde die größte Kaugummiblase überhaupt machen. Meine Güte, ich glaube, die ist viel zu groß. Oh mein Gott! Schaut her, er hebt ab. Halt ihn fest. Wo willst du hin? Hilfe! Oh je. Hilfe! Das war ja lustig. Ich glaube, er kommt zurück. Der Flug war ganz in Ordnung. Wie siehst du denn aus? Deine Hose ist dort hinten. Eine Stecknadel? Was sollen wir damit? Keine Ahnung. Oh, schaut mal. Ich glaube, uns erwartet was Leckeres in diesen Ballons hier. Ich probiere es als Erste. Okay, here we go. Es geht los. Unglaublich, das ist ja besser, als ich erwartet habe. Das sind Skittles. Cool, so viele. Einfach mega lecker. Ich will alle Bonbons auf einmal. Wie lecker. Super. Zack, jetzt bist du dran. Dieser Aufschrift nach erwartet mich ein Schokosirup. Der schmeckt am besten mit Waffeln. Also habe ich schon eine Waffel parat. Oh nein, wieso musste alles auf mir landen? Du hättest deine Waffel etwas mehr links halten sollen. Haha. Aber wisst ihr, was cool ist? Mein Schokoschnurrbart. Oh Mann, du siehst so kindlich aus. Oder vielleicht wie ein Kätzchen. Das ist gar nicht witzig. Ach, ihr Langweiler. Ich esse noch meine Waffel. Und was soll ich tun? Ich will keine Fanta-Dusche. Ich trinke meine Fanta einfach aus dem Ballon. Das ist mega lecker. Hey, was schaut ihr mich so an? Hey! Das ist meine Fanta. Geizhals. Dir werden wir eine Lektion erteilen. Ich habe eine Idee. 1, 2, 3. Was hast du angerichtet? Ich bin jetzt nass. Tja, beim nächsten Mal teilst du mit uns. Oh oh. Oh no. Das ist ja eine scharfe Chili. Oh. Monika, du hast wenigstens noch eine machbare Portion. Da lässt sich nichts machen. Ich werde diese Brühe wohl trinken müssen. Was für eine feurige Challenge. Mein Kopf kocht. Oh, come on. Jetzt bin ich dran. Oh, man. Oh, mein Gott. Oh, viel zu scharf. Ich brauche dringend ein Gegenmittel. Milch sollte helfen. Oh, jetzt geht's mir wieder besser. Mädels, darf ich bitte aussetzen? Oh mein Gott! Oh no! Oh nein, Lilly, trink du schön. Könnt ihr bitte die Feuerwehr rufen? Aha. Lilly, keine Angst. Das schaffen wir auch ohne Feuerwehr. Danke, aber der Temperaturunterschied war ein bisschen zu krass. Mensch, was für ein kleiner Hubba-Bubba. Das ist nicht fair. Die Schere werde ich wohl nicht gebrauchen. Awesome! Aber der Kaugummi an sich schmeckt trotzdem gut. Und passt perfekt in meinen Mund.
Ich kann mir bereits vorstellen, wie groß meine Kaugummiblase sein wird. Die Schere werde ich aber gut gebrauchen können. Lecker. Aha. Lilly, hier hast du noch ein Stück. Was passiert hier? Ich platze doch gleich. Oh mein Gott! Was für ein Kaugummi. Na, jetzt komm mal her, mein Süßer. Was? Nein, ich habe doch gesagt zu mir. Okay, here we go. Ah, da bist du ya. Oh no. Hallo Mädels. Oh no. Lasst uns ein Stück abschneiden. Das war zu viel. What? Na also. Oh mein Gott! Ist das lecker? Wow! Monika, wo willst du hin? Die Challenge ist noch nicht um. Wow. Hm? Was sollen wir damit anfangen? Ich weiß. Das sind Gummibärchen. Wir müssen sie nur ein bisschen vergrößern. Oh, schaut mal. Eine essbare Gesichtsmaske. Und jetzt, wo wir schöner geworden sind, wird es Zeit, den Rest zu vernaschen. Lecker und voll praktisch. Was ich wohl hab. Oh, was Schweres. Ich bin in Ordnung. Oh. Oh, die Größe ist genau das Richtige für mich. Es wird Zeit für einen Gummibärchen-Cocktail. So erfrischend. Und das esse ich noch. Alle Mann aufgepasst. Hier kommt ein Gummibärchen-Feuerwerk. Ich glaube, das habe ich verdient. Mh, voll lecker. Ich kann gar nicht genug davon bekommen. Geht, mach's gut. What? What? Wieso krieg ich so eine kleine Portion? Tada. Tada. Ich bin diesmal die Glücklichste. Und Honig ist auch nicht viel da. Awesome. Aber dafür schmeckt's. Yeah. Yeah. Lasst mich mal probieren. Yeah. Den Honig hinzugeben. Wow. Oh, wie süß. Einfach fabelhaft. Aww.
Beiß dir bloß nicht die Finger ab. Ich habe noch so viel Honig übrig. Oh mein Gott! Oh, ich esse einfach alles auf. Ups, ich glaube, ich habe mich ein bisschen dreckig gemacht. Moment, besser so? Wartet. Jetzt sehe ich wunderbar aus. Und nun bin ich dran. Lilly, kannst du mir helfen? Gerne doch. Monika, mach den Mund auf. Schmeckt gleich um einiges besser. Und was haben wir hier? Ein Schoko-Edelstein. Ich habe eine Idee. Und jetzt nochmal öffnen. Ups, das war eine blöde Idee. Oh, schmeckt voll gut. Jetzt bin ich dran. Oh. Yes! Come on! Wow! Lecker. I love you. Aber etwas Schmuck fehlt hier noch. Also. Jetzt kann man das jederzeit naschen. Oh mein Gott! Ich finde, Wendy hat viel zu viel Schokolade. Das ist unfair. Oh no! Wo ist mein Edelstein hin? Ich kann auch nicht zulassen, dass er mir geklaut wird. Lilly, gib das wieder her. Oh. Gotcha. Boah, wie lecker. Zergeht nur so auf der Zunge. Das sind ja Nuggets. Mal wieder habe ich Pech mit der Portion gehabt. Ich glaube, mit etwas Soße wird das besser schmecken. Ich hatte recht. Lecker. Ich will auch was probieren. Wow! Monika, nimm dir was von der Soße. Yes. Gerne doch. Aha. Schmeckt perfekt. Oh. Darf ich noch was haben? Aber gerne doch. Und für mich ist nichts übrig geblieben? Oh.
habe genug Soße für uns alle. Jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Oh, oh no. What? Aber schmecken tut es trotzdem. Die hat ja einen Mordshunger. Oh mein Gott! Ich hoffe, dass sie uns nicht auch noch mit auffrisst. What? Ich hasse Schimmelkäse. Ich kriege keine Luft mehr. Hey, you. Oh, really? Das ist ja voll widerlich. Wir müssen dringend was unternehmen. What? Blöder Käse. What? Hey. Wir werden ihn wohl tatsächlich essen müssen. Fürchterlich. Ich will nicht essen. What? Okay, here we go. Das schmeckt sowas von gar nicht. Und riecht fürchterlich. Oh, mir wird ganz schwindelig. Ich probiere ein Stückchen. Das war nicht ein Stückchen. Dieser Käse hat Mary verrückt gemacht. Sie hat sich in eine Maus verwandelt. Wir brauchen dringend einen Mäusefänger. Cool. I love you. Was will ich essen? Wie wär's denn mit Waffeln? Leckere hausgemachte Waffeln mit Sahne und Erdbeeren. Waffeln? Oma Betty ist bereit. Einfache selbstgemachte Waffeln, kein Problem. Lecker Schmecker. Das ist doch eine Koch-Challenge, oder? Ach, typisch Kinder. Ich muss meine kleine Emma füttern. Sie möchte Waffeln. Die Oma wird ihr Waffeln geben. Zuerst muss ich den Teig machen. Mit einer Menge Mehl, ein paar Eiern und Butter und Zucker und frischester Milch. Jetzt verwende ich Schneebesen. Damit werde ich alles verrühren. Der Teig muss gut durchgerührt werden. Ach, dein Teig ist doch viel zu dick. Mein Teig hat die perfekte Konsistenz. Er kann leicht in Schüssel gegossen werden. Hier kommen noch ein paar Tropfen Lebensmittelfarbe mit rein. Und jetzt knete ich den Teig. Meine Waffeln sollen nämlich schön bunt sein. Ah, wir werden ja noch sehen, wer die besten Waffeln haben wird. Oh, die haben ja schon den Teig gemacht. Ich habe eine Idee. Ich gebe einfach Mehl direkt in die Nutella. Und natürlich ein bisschen Milch. Schön umrühren. Voila, mein Teig ist fertig. Jetzt kommt er einfach aufs Waffeleisen. Und wir machen eine Schokowaffel. Jetzt heißt es abwarten. Oh wow, was machen denn die anderen? Sieht ja toll aus. Ich mache eine wunderschöne Regenbogenwaffel. Dafür muss ich Schicht für Schicht den Teig reingeben. Na also, wunderschön und lecker. Das Wichtigste ist natürlich, wie man sein Gericht serviert. Deshalb stecke ich meine Waffeln auf einen Spieß, tauche sie in heiße Schokolade und dann noch in bunte Streusel. Voila, fertig sind die Waffeln. Na, meine Waffeln sehen vielleicht ein bisschen einfacher aus, aber dafür sind sie mit meinem Herzblut gebacken. Hier kommt noch etwas Puderzucker drüber und natürlich Schokosoße und Ahornsirup nicht vergessen. Und obendrauf noch ein paar Erdbeeren. Wunderbar. Ach, meine sind trotzdem besser. Ah, womit soll ich denn meine Waffel verzieren? Ah, ja, genau, mit Skittles. Warum nicht?
So sieht sie auch schön bunt aus. Fertig sind wir. Das kannst du jetzt probieren. Womit soll ich anfangen? Ich probiere mal diese Waffel hier. Die sieht richtig appetitlich aus. Mit Erdbeeren, genauso wollte ich sie haben. Oh, richtig gut. Zergeht nur so auf der Zunge. Was probiere ich diesmal? Oh, diese wunderschönen, kunterbunten Herzen. Solche Waffeln habe ich ja noch nie gesehen. Ich probiere gleich zwei. Mega lecker, einfach ungewöhnlich. Diese Waffel sieht auch ganz schön ungewöhnlich aus. Aber so einfach ist das nicht, die abzubeißen. Was soll ich auswählen? Das ist ganz schön schwer. Lecker Schmecker. Na, haben dir meine Waffeln gefallen? Mir hat alles gefallen. Ups, Hilfe. Ich glaube, die hat zu viel gegessen. Tja, sowas kann bei einer Koch-Challenge nun mal passieren. Und diesmal wünsche ich mir Kakao mit Marshmallows. Hey, wacht auf. Kakao? Ja, Schwesterherz, das machen wir. Kakao? Keine große Sache. Ich mag Kakao. Hey, Oma, wach auf. Ich werde alle füttern. Guten Morgen, Oma. Steh auf. Oh, was? Meine Enkelin will Kakao? Oh, das werde ich machen. Trinkt Milch, meine kleinen Kinder. Jetzt brauchen wir ein bisschen Nutella. Richtig gut. Schön viel. Einfach in die Milch reinlegen. Und jetzt gut umrühren. Oh, die Milch wird langsam heiß. Könnt ihr das riechen? Ah, riecht gut. Ich nehme mir Milch. Aber irgendwie kann ich sie nicht öffnen. Na los! Oh nein, jetzt bin ich total nass. Aber Hauptsache, ich habe die Milch geöffnet. Die kommt jetzt in den Kochtopf. Und da kommen ein paar richtig tolle, leckere Schokoriegel rein. Hey, du passt ja gar nicht mehr rein. Wobei, ich muss einfach mal gut draufhauen. Susi, was? Ach, wie auch immer. Ich werde ein richtiges Gourmet-Dessert machen. Eine Schokoladenbombe. Ja, die Soße ist perfekt. Die kommt in diese Halbkügelchen rein. Jetzt schön verteilen mit einem Löffel. Und abkühlen lassen. Nach einer Weile haben wir unsere Halbkugeln. Da kommt jetzt die Füllung rein. Und dann können wir die Halbkugeln verbinden. Einen Löffel Kakao in jede Halbkugel. Jetzt noch ein paar Marshmallows rein. Jetzt kommt noch die zweite Hälfte drauf und fertig sind unsere Schokobomben. Die übergieße ich jetzt noch mit Schokosoße und bestreue sie mit Kokosnuss. Wunderschön. Diese Bomben werden mit einem Glas heißer Milch serviert. Na, was um alles in der Welt hast du denn zubereitet? Mein Kakao ist mindestens genauso gut. So, das kommt jetzt in die Tasse. Und natürlich die Marshmallows nicht vergessen. Riecht wunderbar. Und ein paar Oreo-Kekse dürfen nicht fehlen. Schließlich mag meine Enkelin Oreos. Hilfe! Hier ist was schiefgegangen. Ist okay. Das ist mein Kakao. Mein originelles Rezept. Ach du meine Güte, Susi. Wir werden ja fast alle verbrannt. Es wird Zeit für heiße Schokolade. Was ist das denn? Oh,
das ist doch sicher verbrannt, oder? Muss ich das probieren? Nee, schmeckt ja gar nicht. Das muss ich wegschmeißen. Und was könnte ich jetzt probieren? Oh, meine Lieblings-Oreos. Meine Oma weiß natürlich, wie sehr ich Oreos mit heißer Schokolade mag. Vor allem, wenn man dann die Kekse in die heiße Schokolade tunkt. Richtig schön weich. Und das Getränk ist auch wunderbar. Oma, ich liebe dich. Hä? Was für seltsame Schokokugeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Ich lege sie einfach mal hier rein und gieße die Milch ein. Oh, wow. Die Schokolade schmilzt ja. Und da waren Kakao und Marshmallows drin. Das ist ja richtig gut. Hat mir echt gut gefallen. Voll die tolle Idee. Ja, ich habe gewonnen. Habe ich's doch gewusst. Aber das war klar. Angeberin. Ach, meine kleine Enkelin. Jetzt wünsche ich mir Pommes wie von McDonald's. Ha, ich weiß, wie man die macht. Ach, das ist doch gar nicht schwer. Was? Das ist ein sehr ungesundes Gericht. Ich weiß, was besser ist. Karotten. Ich werde Karottenstäbchen für meine Enkelin zubereiten. Dafür schneide ich die Karotten in kleine Streifen. Oh, die sind richtig schön gesund. Susi, willst du ein Stück? Nee, Oma, vielen Dank. Na, wie du meinst. Da sind ganz schön viele Vitamine drin. Oh, irgendwie sehen diese Kartoffeln nicht wie Kartoffeln aus. Na, wie auch immer. Ich schneide einfach die Schale ab. Jetzt nehme ich so ein Ding, das mir helfen wird, Pommes auszuschneiden. So. Yeah, meine Pommes sehen schon mal perfekt aus. Und jetzt muss ich sie braten. Da werde ich ganz schön viel Öl gebrauchen. Das Öl kommt in den Kochtopf. Und schön heiß machen. Oh nein, das Öl brennt. Jetzt spritzt es auch noch. Oh, was schreist du denn? Oh, das ist doch gar nicht so heiß. Ah, wieso ist die denn total in Panik? Oma, wie machst du das? Susi, dreh einfach den Herd nicht so sehr auf. Ich werde meine Pommes auf eine ganz besondere Weise machen. Selbst so einfache Gerichte wie Pommes kann man auf besondere Weise zubereiten. Perfekt. Jetzt muss ich das alles aufspießen. Wunderschön. Ich habe Angst. Da lege ich jetzt die Kartoffeln rein. Oh, Oma, rette mich. Susi, jetzt mach dir doch keine Sorgen. Das sind doch nur Kartoffeln. Lust auf eine Mohrrübe? Nein, danke. Na gut, dann kann ich die auch selber aufessen. War's das schon? Ich hoffe ja. Yeah, richtig gute Pommes. Die lege ich jetzt in das Päckchen hier und gebe Ketchup dazu. Emma wird das gefallen. Ach, Kinder, Kinder. Diese Karottenstäbchen sind viel gesünder. Hm, ich glaube, das Öl ist heiß. Jetzt können wir die Kartoffeln braten. Und die werde ich jetzt mit exquisiter französischer Trüffelsoße servieren. Womit soll ich anfangen? Hm, was für ungewöhnliche Kartoffeln. Sowas habe ich ja noch nie probiert. Da gebe ich ein bisschen Soße hinzu. Sieht köstlich aus. Oh, richtig schön knusprig und saftig. Richtig gut. Ich mag diese Kartoffeln. Und was ist das? Was für eine seltsame orangene Farbe. Sieht aus wie Pommes. Ist es aber nicht. Das sind ja Karotten.
Ich hasse Karotten. Das werde ich nicht essen. Oh, wow. Hat mir da jemand Pommes aus McDonald's mitgebracht? Pommes mit Ketchup. Die perfekte Kombination. Schön umrühren. Und jetzt probieren. Die schmecken ja gut. Genau das habe ich mir gewünscht. Deshalb gewinnt diese Variante. Yeah, meine Pommes haben gewonnen. Ich habe gewonnen. Ich habe es geschafft. Habe ich doch gewusst.